Tada! Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zurück zu Let's Sims 4 mit Aphelia. So, oh, ups, vielleicht soll ich hier mal auch ins Spiel gehen, dass man die Hintergrundmusik hört. Die haben da schon das finale Ende. So. Wir haben letzte Woche aufgehört. Oh Mann, schon wieder eine Woche. Also diese Feiertage im Mai bringen mich immer total durcheinander. Genau, ich habe hier mit ein paar anderen Sims weitergespielt. Hier zum Beispiel oder hier. So, wir waren in Windenburg. Genau, wo ist denn unsere Lieblingsfamilie? Die Bros. Wo sind sie hier? Genau. Stimmt. So, genau. Wir haben letzte Woche aufgehört, waren im Wellness Center, was mir mega, mega, mega viel Spaß gemacht hat. Und dann waren wir in der Wildnis campen, was auch ziemlich cool war, aber nicht so cool wie Wellness. Genau, was machen wir heute? Ihr habt ja gesehen, dass der ein oder andere Sim etwas Probleme mit seinem Gewicht hat. Und in dieser Folge werden wir uns mal exzessiv um unseren Aristeas und seinen Babyspeck kümmern. So. Oh, jetzt stehen sie wieder alle vorm Haus rum. Warum weiß irgendwie, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich muss mal googeln, ob das ein Bug ist. Oh, das, ja. Das war das Mia. Alle Leute, die Geschwister haben, wissen, was ich meine, weil der Erste, der im Bad ist, der besitzt es einfach. Oh nein! Guck mal, du hast doch da hier noch eins. Haben wir nicht da unten auch noch ein Badezimmer? Kniehihihihihi. Wo wart ihr denn bitte schön? Ach so, wir waren ja campen. Ja, aber trotzdem, euch ging es doch gar nicht so schlecht. Naja. Ja, mach mal, dass du wieder aus dem Bad kommst dann, junger Mann. Du kannst hier schon mal reparieren. Und dann kannst du schon mal Frühstück servieren. Ja, und dann schauen wir uns mal an, was ungesund ist. Amerita, ungesund. Eier on Toast, ungesund. Weil Eier, also das Eigelb besteht so aus 1 Milliarden % Fett. Frühstückseier, ungesund. Joghurtparfait mit Früchten, okay, das geht. Pfannkuchen, ungesund. Rührei, ungesund. Ja, also wenn ihr wissen wollt, warum Aristeas ein Gewichtsproblem hat, immer noch, trotz, naja, ein bisschen Sport hat er gemacht. Genau. So. Müll. So. Hallo? Zum Essen rufen? Ach. Gut, dann ist halt dann Eier und Toast. Mann. Jetzt ist es schon wieder, als würde man auf eine ganze Sack Flöhe. Ja. Ich kann halt irgendwie noch nicht reden. Also wir haben hier irgendwie, wie viel Uhr haben wir? 8:16 Uhr, ich habe noch nicht mal gefrühstückt. Das Sprachzentrum ist heute irgendwie ein bisschen gestört. Ich hoffe, das bessert sich dann. Das wäre ziemlich blöd, wenn nicht. Ich schaue mir heute Mittag eine Uni an. Wenn ich dann weiter so rede, so, hi, ich bin's, die Aphelia. Dann wäre das ziemlich weird. So. Wie fühlen sich jetzt alle nicht so wohl? Wieso denn? Da ist doch überall aufgeräumt, oder? Kann man den vielleicht noch säubern? Was ist denn hier? Hast du irgendwas in deinem Inventar, das schimmelt? Nee, gar nicht. Siehst du? Simsfrucht. Keine Ahnung. Wo ist es denn sputzig? Sag es mir doch. Ist es das Essen? Nee. Aristeas, du bist anstrengend. Du brauchst übrigens mal ein anderes Outfit. Da habe ich jetzt schon diverse Beschwerden bekommen. Zwar nicht von dir, ich weiß gar nicht, ob du mal Let's Plays schaust. Aber von anderen. Nos. Dass ihr alle das gleiche T-Shirt anhabt, was blöd ausschaut. Ja, was machst du denn da mit deinen Eier und Toast? Ich weiß auch nicht. Irgendwie hat das jetzt nicht so toll geschmeckt. Ach, da. Schau mal. Hier. Oh.
Okay, Aphelia übt sich im Kinderunterhaltung. Ja, das kann ja nicht Du gut gehen. Das war mir irgendwie klar. Hier, räum lieber mal das Ding hier auf. bäbst So. Auf geht's. Das erinnert mich irgendwie, wenn die so in den Schrank reingehen, an die Mini-Playback-Show. Wenn ihr das noch kennt, das war ja damals meine absolute Zoom. Lieblingsserie. Als Kind so. So. Nein. nein. Guck mal, das fand ich. Oh, scheiße, das sieht irgendwie alles nicht so cool aus. Weil wir so ein ganz klitzekleines bisschen zugenommen haben. Das sähe eigentlich schon geil aus, später irgendwann mal. Tanktops, yeah! Das ist eigentlich auch ziemlich cool. Das kriegst du aber in einer anderen Farbe. Obwohl irgendwie hängt das Dingsbums da, dieses Tuch, das hängt irgendwie so weit unten. Ah, ich sehe schon, das wird schwieriger mit dir, Asias. Oder so der Lehrerlook. Ja, ich weiß auch nicht, Aphelia. Musst du wissen. Ich habe keine Ahnung. Ja, das ist ja eigentlich im Nuss sein Pulli, aber. Obwohl, das ist gar nicht schlecht hier mit diesem komischen. Was ist denn jetzt mit diesem komischen Tuch? Weil dann können wir so tun, als wäre das der Assassin's Creed Schal, den du hast. Habe ich den nicht geschenkt? Nicht? Nee? Doch, den haben Nuss und ich dir doch geschenkt, oder? Ja, irgendwie spricht mich da noch nichts an. Aber mit dem Schal läufst du doch irgendwie ständig durch die Gegend. Oh, guck mal, oder hier? Das ist auch ziemlich cool. Schau mal, hier. Nehmen wir das. Hier mit deinem Alien, du bist ja entführt worden, passt. So. Okay. Ich bin hier schon wieder total am Abfeiern. Sims, yeah! Man will meinen, ich hätte meine tägliche Portion Sims irgendwie gestern schon. Ich habe irgendwie, keine Ahnung, 4 Stunden Sims gespielt. Es war irgendwie ziemlich abgefahren. Ja. Aber Peraza. das Kleid hier, das Kleid ist so schön. So, wo bist du denn jetzt hier, Aristeas? Du bist müde? Ja, Pech gehabt. Wir haben gesagt, wir nehmen. Was braucht man, um abzunehmen? 2 Dinge: Bewegung und gesunde Ernährung. Jetzt ratet mal, was ich nicht habe. Nein. Ach, oh, Aristeas, du hast keinen Job eingeschlagen. Ja, dann können wir wunderbar morgen abnehmen. Ja, von mir aus geh halt erstmal schlafen. Nun, eigentlich ist, alle sagen ja immer, abnehmen ist ja so schwer. Ja, wenn ich irgendwie in der Woche 15 Kilo abnehmen will, was nicht möglich ist, dann ist es auch schweineschwer. Aber wenn man das so peu à peu macht, dann ist das, geht's irgendwann. Leider gehören halt die leckeren Dinge wie Pizza, Pasta, Pizza Lasagne, oh Gott, Pizza Lasagne, und Eis und, oh Gott, Eis und Schokolade. Oh, okay, also die leckeren Dinge gehören nicht zum Abnehmen. Ah, ja, ich habe es mir irgendwie auch wieder vorgenommen für dieses Jahr, aber ja, wie das halt so ist. Dann ist man halt irgendwie in der Bib und will sich ja dann doch belohnen, in Anführungszeichen. Was eigentlich total dumm ist, weil danach muss man nämlich für die Belohnung ins Fitnessstudio gehen. Naja, egal. Wir lassen Zilla heute mal Jetzt. alleine auf die Arbeit. Oh, Zilla ist schon hier ziemlich gut dabei, gell? Welches Level hast du denn? Welches Level du hast? Ja, genau. 1. Ach, das schafft er auch so, ohne meine Mithilfe. Ach, Stairs. Psst. Du wolltest doch kein Nickerchen machen, sondern richtig Schlafi-Schlafi. Wenn man nicht alles selbst macht. Ah, ein Thema ist zur Schule.
Irgendwie ein bisschen. Sch Aber wir können ja auch eine Schuluniform vielleicht später machen. Ist ja auch ganz knuffig. Nuss, was machst du denn? Bücher lesen? Das erste Einhorn. Das hört sich doch total nach was für dich. So. Ich gehe jetzt auch zur Arbeit. Ich schlaf. Genau, was haben wir gesagt? Wir brauchen Bewegung zum Abnehmen. Also stehen uns verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, wie im Leben, echten Leben auch. Wir können zum Beispiel schwimmen gehen. Das ist für sehr übergewichtige Aristeas gut für die Gelenke. Wir können joggen gehen. Danach ist man aber tatsächlich ziemlich am Arsch. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Oh, wir haben Tantiemen bekommen. Yes! Was kann man noch machen? Ja, man kann ins Fitnessstudio gehen. Und wenn man dann nicht die ganze Zeit an der Bar rumgammelt, ist das im Endeffekt auch das Effektivste. Vor allem, wenn man zusammen ins Fitnessstudio geht. Also alleine braucht er eigentlich gar nicht gehen. Alleine ist so, oh ja, schau ich mal. Nö. Nicht bei allen, aber bei vielen. Bei mir war das so. Genau. Ja, Post. Ja, super. Wir können es nicht bezahlen. Super. Scheiße. Mal schauen, wie lange bis uns der Strom abgestellt wird. Blocker. Und das, wir müssen mal ein bisschen an deiner Karriere arbeiten. So, dann gehst du hier oben mal für kleine Aristeas, dann gehst du duschen und dann fangen wir an. Du arbeitest bitte mal fleißig. So, Aristeas, dann fangen wir mal an. Was machen wir denn? Am besten ein Gartensalat. Gut, wir haben schon Mittag. Du hast bis Mittag geschlafen. Wow. Und es ist tatsächlich in Sims so, ich würde euch das gerne vorführen, aber das mache ich jetzt nicht. Das mache ich, wenn er abgenommen hat. Dass wenn man tatsächlich nur Eis isst, Spaghetti und so, und die Sims sich relativ wenig bewegen, dann werden die fett. Also es hat irgendwo. Dieses Spiel hat irgendwie auch so pädagogischen Wert, erzieherischen und so weiter. Du kannst nicht kochen, ne? Oder? Kannst du kochen? Malerei, ein bisschen kochen. Kochen. Da unten Feinschmecker 1. Doch, dann kannst du wenigstens ein bisschen schon kochen. Hier 5. Ja, geht so. Mein Rücken tut. Hoch. Ja, so viel zum Thema, er kann kochen. Tada! Irgendwas stinkt. Ah, das ist das Ding hier drin, das noch stinkt. Ich hätte jetzt viel lieber einen Muffin und ein Croissant. Ja, so geht's mir ungefähr jeden Morgen. Ah, ein Thema. Was war das? War nicht so geil in der Schule. Geh erstmal schlafen. Du bist total müde. So, kleiner Aristeas. Was machen wir denn jetzt mit dir? Kannst du nicht einer Gruppe beitreten? Treten Party People. Ja, warte mal. Dann gehen wir doch zu der Fitness. Nein, die ist voll. Scheiße. Oho, das wäre so schön gewesen. Gut, dann muss es so gehen. Wir gehen jetzt ins Fitnessstudio. Papa, Bavia. So, Pool hier. Schau mal. Fitnesscenter am Hafen. Wollen wir jemanden mitnehmen? Nee, komm, lass uns da Leute kennenlernen. Ups, das war mein Handy. Es hat aber noch belebt. Ihr seht jetzt schon, wie viel Spielinhalt ich habe, dadurch, dass es so lange lädt und mein PC eigentlich echt gut ist. Auf jeden Fall gut genug, um Sims zu spielen. So, da ist das Fitnesscenter und da sind auch schon ein paar Leute, die ich begrüßen kann.
Gina Kreitz und Nathaniel Monroe. Ah, den habe ich erstellt. Der hat auch ein kleines Gewichtsproblem. Aber er ist schon dabei, das in den Griff zu kriegen. Oh, du willst dich nicht unterhalten? Was ist denn das hier für eine Scheiße? Ich habe keine Lust zu trainieren. Oh, habe ich gerade Scheiße gesagt? Oh, Entschuldigung. Oh. Und das ist das Fiese. Im Fitnessstudio triffst du ständig Leute, die da trainieren. Irgendwie eine Stunde auf dem Laufband total hetzen. Und die haben es halt mal echt gar nicht nötig. Und du stehst so da. Wieso? Okay. Aber da hilft ja alles nichts. Du musst trotzdem durch. Oh, und er ist auch glücklich. Nee. Sag mal, Aristeas, deine Sportklamotten, die sind auch nicht so sexy, ne? Naja, egal. Gib dann Tanktop, wenn du schlank und durchtrainiert bist. Nee. Oh, Zillas befördert. Er ist Streifenpolizist. Weißt du, was wir jetzt machen? Okay, dir geht's scheiße, wahrscheinlich. Euch geht's allen nicht so dicke heute, gell? Mann, ihr wart doch im Urlaub. Ihr sollt's. Oh, hallo, ich bin es, Aristeas. Hi. Ah. Aristeas, kannst du deinen Namen trommeln? So. Ja, was habe ich bei der Bundeswehr gelernt? Keine Ahnung. Oh, diese war hübsch. Ich schlafe den ganzen Tag, deswegen habe ich nicht so definierte Bauchmuskeln wie du. Und sonst muss ich immer mal den Müll rausbringen. Diese Übung geht auch echt mega auf die Arme. Kann man irgendwie hinten das Gewicht einstellen? Ey, das ist echt richtig fies. Hey, wer bist du denn? Wer bist du? Wer du bist, habe ich gefragt. Gina Kreitz. Können wir die vielleicht nach. Ah, wir können zusammen. Ah! Ah, die kann uns Unterricht geben. Ah, pass mal auf hier, das geht jetzt viel schneller hier. Guck mal. Guck mal, Zuschauer, hier, deswegen leuchtet der Balken auf. Aristeas, das kannst du doch bestimmt besser. Los, gib alles! Denk an die Bikini-Figur. Ja, du schaffst das. Los, los, los! Okay, jetzt sagt sie gerade nichts. Wer ist das? Yeah, Odeus. Ist auch einer meiner Charaktere. Okay, was geht denn da bitte? Okay, die machen sich gerade so ein bisschen lustig. Für unseren kleinen Aristeas, das finde ich nicht cool. An die Grenzen gehen. Ey, er gibt hier alles. Ich stelle mal den Fitnessprozess frei. Uiuiui, der fällt gleich um. Ja, hier, hallo? Seht ihr das? Das ist Leidenschaft, Leute. Genug? Nee, geht noch weiter. Gut, ich muss mal hier mal ganz kurz umschalten. Irgendwie geht's meinen kleinen Sims nicht so gut heute.
Ladebalken? Ladebalken. Was? Ich habe schon 20 Minuten aufgenommen. Mann, und man sieht keine Veränderung an Aristeas. So. Huch. Nee, alles blöde, gerade alles blöde. Huch, Zilla, das wollte ich nicht. Wütend. Warum? Ach, Lehrer sind scheiße, ja. Hier kann ich das Rollstein machen. So, aber warte mal, dann gehst du mal kalt duschen, dass du dich abregst, junge Dame. Dann machst du deine Hausaufgaben, das ist nicht wichtig. Ich weiß, da hast du gar keinen Bock drauf, gell? Sondern hilft dir irgendwie. Onkel Zilla schläft. Okay, die schlafen alle, da musst du jetzt allein durch. Ich dachte, euch geht's so schlecht. Jetzt geht ihr alle schlafen oder was? Ja, komm. Komm auch wieder ins Fitnessstudio. So, und sieht man schon. Warte, können wir noch irgendwas machen wie Sterne schauen, Aktionen, Runde-Bilder, Outfit ändern? Dann geht doch noch ein bisschen. Nee, nochmal Ausdauerlauf. Hier, Ausdauerlauf. Das ist nicht so ein bisschen wie beim Militaren. Ausdauerlauf, hast du erst jetzt. Das ist auch ziemlich böse Berglauf. Hihi. Aber ihm geht's noch gut. Wir beschleunigen das Ganze mal ein bisschen. Oh, das war jetzt ein bisschen blöd. Okay, ihr seht, er hat's noch nicht ganz so drauf. Ah, hier, guck mal. Kannst du dich vorstellen? Hi, ich bin... Ich möchte abnehmen. Ja, ich auch. Aber ihr seht schon, der hat voll trainierte Arme. Also sieht man so durch. Ja, da habe ich auch viel drüber gelesen, so. Oh ja, ich möchte nur den Bein abnehmen. Nee, geht nicht. Ihr nehmt irgendwo überall gleich ab, mehr oder weniger. Also bei normalen Menschen ist das so. Bei mir ist das sicherlich nicht so. Wahrscheinlich. Weil irgendwie ist das normal. Das Wort normal drin und ich bin irgendwie nicht so normal. So. Und? Neuer Punkt hier so. Genau. Also das bringt jetzt auch nichts, wenn wir mit Aristeas irgendwie die ganze Zeit Sit-Ups machen. Wir müssen hier variieren zwischen Krafttraining, Ausdauertraining und dann halt nochmal gezielt Sit-Ups als Ergänzung. Ach, ich glaube, ich weiß, was sein Favorite-Gerät ist im Fitnessstudio. Not. Kann schwere Gewichte heben. Er wird morgen so Muskelkater haben. Ah, jetzt, ich glaube, jetzt sehe ich was. Ich glaube, jetzt ist es sieht man ein bisschen, dass er schlanker geworden ist. Aristeas? Ja, das sieht man doch schon ein bisschen, oder? Outfit ändern. Machen wir mal Badekleidung. Was am besten? Ja, ja, komm. Also, ihr seht, er ist noch füllig, aber da tut sich doch was, gell? So, das darfst du gleich nochmal machen. Autsch. Mann, ich wünschte, das würde im echten Leben so schnell gehen. So an einem Tag irgendwie, keine Ahnung, 20 Kilo verlieren oder so, das wäre schon geil. Okay. Du warst ein sehr, sehr schmutziger Sim. Die sieht ja richtig eklig aus. Egal.
So, und dann gehst du heim. Oh, das könnte gleich peinlich werden. Ah, nee, doch nicht. Du könntest dich vorher noch anziehen. Der Gang, trottelig. Okay, also man sieht's hier schon so ein bisschen, oder? Seine Veränderung. So im Vergleich zu vorher. Vor allem hier, wie gesagt, die Arme sind jetzt halt mega trainiert. Aber da geht noch ein bisschen was. Da geht noch ein bisschen was, Leute. Da, 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 da. Oh, guck mal, wer uns da begrüßt. Die kleine Anthema. Oh Gott, ist das süß. So, jetzt bestellen wir uns mal eine fette Pizza. Haha, not. Ah, guck mal, hat jemand aufgeräumt. Ah, du kannst ja auch mal, ne? Dann mach du das mal. Ja doch, guck mal, hier sieht man jetzt ein... Guck mal hier, Zuschauer. Hier sieht man doch eindeutig, wie er schon abgenommen hat. Sieht doch viel, viel besser aus. Wir könnten bei unserem kleinen Aristeas auch hier das Bestreben ändern, kurzzeitig. Wenn wir jetzt sowieso an seiner Figur arbeiten, dann passt das schon. Hast du deine Hausaufgaben jetzt schon gemacht? Man, da kann dir doch der Onkel Noss sicherlich dabei helfen. Was essen wir denn? Rührei. Genau, und ich habe ja gesagt, dass alles ungefähr ungesund ist. Aber wir machen jetzt Krafttraining, gell? Das heißt, dass Sachen wie Pasta und Reis und Rührei, die geben phänomenal viel Energie und dadurch, dass wir, die brauchen wir zum Muskelaufbau. Aber wenn man halt irgendwie so eine Couch-Potato ist, wie ich, und den ganzen Tag irgendwie nur Let's Plays macht und sonst arbeitet und sonst irgendwie in die Uni geht, dann braucht man das nicht und sollte sich anders, was Zombie-Kuchen, oh, abgefahren, anders ernähren. Okay, merken wir uns. Ungesundes Essen, beziehungsweise es heißt ungesundes Essen, also Kohlenhydrate, viel Energie, viel Bewegung. Und dann merke ich gerade, wie ich selbst gerade irgendwie Hunger kriege. Ich muss mir, glaube ich, auch mal gleich einen kleinen Salat machen. So. Na, hast du was gecheckt? Ja, geht so, Onkel Noss. Der Noss sollte sich aber was anziehen, das sieht irgendwie leicht verwerflich aus. So, du kannst das hier mal verkaufen, dann kannst du mal die Rechnung bezahlen. So, das war jetzt der erste Teil von der Transformation Aristeas. Doppel S. Der Genitiv bei einer Person, die auf S endet, ist echt blöde. Genau. Dann schauen wir doch mal, ob wie es weitergeht. Wird er rückfällig werden? Wird er den ganzen Tag nur Schokolade essen? Eis, Pizza, Pizza-Lasagne? Lasagne? Okay, schauen wir mal. Sun Sun!